Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Erlöserkirche. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Lukas 19. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lassen Sie uns miteinander Psalm 103 beten. Bitte antworten Sie mit den eingerückten Zeilen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Kommt, lasst uns anbeten. Lebendiger Gott, du gehst uns nach, du suchst uns und deine Sehnsucht ist, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Du wärst gerne der gute Hirte für uns, der uns auf saftige Wiesen führt, der uns erfrischt, erquickt, der uns eine Stärke der Seele gibt. Aber Herr, wie oft laufen wir dir davon? Meinen, dass es ohne dich besser ginge im Leben. Glauben, dass wir dich nicht brauchen. Herr, vergib und hilf, dass wir neu erkennen, dass es gut ist, in deiner Nähe zu bleiben. Herr, erbarme dich. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ehre sei Gott auf der Höhe. Herr, segne diesen Gottesdienst. Schenke, Herr, dass Carla diesen Gottesdienst als stärkend und wohltuend empfindet. Segne du ihre Familie und alle, die sie heute begleiten. Segne auch uns, dass wir Konfirmation nicht nur als etwas begreifen, was irgendwann mal im Jugendalter passiert, sondern dass dieses Festmachen an dir ein Akt ist, der ein Leben lang immer wieder geschieht. Dazu verhilf uns. In einer Zeit der Stille wollen wir uns auf die Gegenwart Gottes einlassen. Wirke dies, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören auf die für heute vorgeschlagene Schriftlesung aus dem Propheten Micha, dem 7. Kapitel. Wo ist ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält,
denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abrahams Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Und gemeinsam mit der weltweiten Christenheit sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie halten Sie es, wie haltet ihr es mit der Ordnung? Ich hatte einen Mitstudenten in der Zeit meines Studiums und das war interessant. Also sein Zimmer war abenteuerlich. Ich habe dort im Wohnheim gewohnt und der Boden war übersät mit Schriften, mit Büchern, mit ungewaschenen Tellern, auf denen sich wertvolle Biokulturen entwickelten. Also es war abenteuerlich. Ich habe ihn mal so gefragt, wie findest du in dem Zimmer überhaupt was? Und er hat gesagt, oh, ich bin da entspannt. Ich suche maximal 10 Minuten eine Sache, wenn ich sie suche. Und wenn ich sie nicht finde, ist sie es nicht wert, gefunden zu werden. Dann suche ich auch nicht weiter. Ich habe innerlich gedacht, der kommt gut durchs Leben irgendwie, also der wird sich durchschlagen. Jedenfalls Magengeschwüre bekommt er nicht, das steht fest. Suchen und finden, suchen und finden. Wir haben heute einen Predigttext vorgeschlagen für den heutigen Sonntag von jemandem, der das anders macht. Der nicht sagt, wenn ich es nicht finde, dann ist es nicht wert, gefunden zu werden, sondern der sagt, ich suche, bis ich es finde. Ich suche, bis ich es finde. Und dieser Predigttext steht in Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Wenn Sie mitlesen wollen, auf dem Blatt ist er für Sie abgedruckt. Es nahten sich ihm, also Jesus, aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus aber sagte ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und
wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Herr, segne Reden und Hören. Amen. Drei Gedanken, drei Zusagen stehen in diesem Predigttext. Erstens, Christus spricht dir zu: Du bist wertvoll, deshalb gehe ich dir nach. Du bist wertvoll, deshalb gehe ich dir nach. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch schon mal eine Schafherde gesehen hat. Für mich war das eindrucksvoll. Ich aus dem Rheinland kommend, in Düsseldorf auf den Rheinwiesen, riesige Schafherde, nicht? Und die ziehen da mit dem Hirten und die Hunde kläffen drumherum und gehen um die Schafherde rum, und ein beeindruckendes Bild. Ich habe mir so überlegt, was würde eigentlich einem Schaf auf der Düsseldorfer Rheinwiese passieren, wenn es verloren ginge, wenn es also sich so mal sagen würde, ich will mal einen Abstecher in die Altstadt machen, weil mir das hier mit der Wiese ein bisschen zu langweilig ist. Nun, ich glaube nicht, dass dem Schaf eine größere Gefahr drohen würde. Wahrscheinlich gäbe es besorgte Natur- und Tierschützer, die das Schaf innerhalb kürzester Zeit wieder zur Herde zurückbringen würden. Die größte Gefahr für das Schaf geht wahrscheinlich von zu schnell fahrenden Mountainbike-Fahrern oder so aus, oder von Joggern, die nicht richtig hinschauen. Man weiß es nicht so genau, aber eine größere Gefahr besteht wohl nicht. Das war zur Zeit Jesu, als er dieses Gleichnis hier erzählt, anders. Die Menschen damals, vor 2000 Jahren, die hatten ein anderes Bild vor Augen. Nicht die Düsseldorfer Rheinwiese, sondern die hatten die judäische Steinwüste vor Augen. Eine gefährliche Gegend, und wo es allerlei wilde Tiere gab. Und wenn da nicht der Hirte genau geschaut hat, dass das Schaf zur rechten Zeit etwas zu trinken und Futter bekommt, war klar, dass es nicht überleben würde. Es war klar, dass es keine Überlebenschance hat. Jetzt könnte man ja sagen, sei doch zufrieden mit den 99, die du hast. Wir leben ja heute so, dass wir sagen, naja, ein bisschen Schwund ist doch immer, oder? So in der Schule, wenn du 60% erreicht hast, reicht doch eigentlich. Wenn das Handy 70% geladen ist, kommst du weiter. 90%, da wagt man ja gar nicht von zu träumen, dass man solche Werte erreicht. 99%. Was will man denn eigentlich mehr? Und die göttliche Mathematik ist eine andere. Die göttliche Mathematik ist die, dass er sagt, auch der eine, auch der Einzelne ist unendlich wertvoll. Es gibt keinen Grund zu sagen, es ist egal, wenn einer verloren geht. Jeder Einzelne ist wichtig, weil die Masse setzt sich aus wertvollen Einzelnen zusammen. Du bist nicht einfach nur eine Nummer in der Datenkartei Gottes. Eine Stelle mehr in seinem Sollplan. Sondern du bist bei seinem Namen genannt und unendlich wertvoll. Und wenn du der oder die Einzige gewesen wärst, die Rettung bedurft hätte, auch für dich alleine wäre er in Jesus Christus in diese Welt gekommen. Denn das ist der Weg Gottes, den Weg der Rettung, den er geht, dass er sich hinablässt, sich klein macht, in diese Welt kommt, uns die Hand der Versöhnung reicht und durch Sterben und Auferstehung deutlich sagt: Ich wünsche mir die Gemeinschaft mit dir. Du bist unendlich wertvoll, deshalb gehe ich dir nach.
Konfirmation. Konfirmare heißt festmachen, also klein und zusammengeschrieben, nicht groß und auseinander. Festmachen. Festmachen an Jesus Christus. Liebe Carla, du bekommst nachher einen Konfirmationsspruch zugesprochen aus Psalm 9, Vers 11. Und dort heißt es: Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässt nicht, die dich Herr suchen. Und dein Konfirmationsspruch hat eine andere Perspektive als das, was ich eben gesagt habe. Er hat nämlich die Perspektive: Nun such du auch Gott. Was stimmt denn nun? Sucht er uns oder suchen wir ihn? Ja, beides ist richtig und beides ist nötig. Ich behaupte, wenn Sie die Sehnsucht haben, Gott zu suchen, ist Christus gerade dabei, Sie zu suchen, sonst hätten Sie die Sehnsucht gar nicht. Wenn Sie die Sehnsucht haben, Gott zu suchen, ist Christus dabei, Sie zu suchen, sonst hätten Sie die Sehnsucht gar nicht. Und wenn Sie sagen, ich habe gar nicht die Sehnsucht, Gott zu suchen, ist mir gerade mal egal, kann bleiben, wo er ist, dann kann ich nur sagen, vielleicht beten Sie zu diesem lebendigen Gott einmal: Herr, such mich. Ich bin eigentlich gar nicht dabei, dich zu suchen. Aber such mich doch mal. Vielleicht findest du mich. Bitte. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel von der Suche Gottes nach uns und unserer Sehnsucht nach ihm zusammenspielt wie zwei Zahnräder. Deshalb freue ich mich, dass du diesen Konfirmationsspruch hast. Möge er dich nach Amerika und dann wieder nach Deutschland begleiten. Erstens, du bist wertvoll, deshalb gehe ich dir nach. Egal, was Menschen dir einreden. Egal, wie sie dich runterziehen, was sie dir sagen, wie sie dich beurteilen und bewerten. Für Gott bist du so wertvoll, dass er dir sucht und dich und nicht dich einfach dem Alleinsein, dem Verderben überlässt. Ein zweiter Gedanke. Einfach nur Freude. Zweitens, einfach nur Freude. Das ist eine besondere Begebenheit. Der Hirte kommt jetzt mit dem Schaf nach Hause. Und dann dörflicher Charakter, nicht so großstädtisch hier wie in Bad Homburg, ne? Also da kommt er nach Hause und dann, was würden Sie erzählen, wenn Sie gerade durch Dorngestrüpp gegangen wären? Schwitzend, bei dem Wetter kann man sich das gut vorstellen. Eine brütende Sonne und durstig und Sie kommen nach Hause mit dem Schaf. Was würden Sie als erstes erzählen? Naja, als erstes wird man erstmal davon erzählen, welche Plackerei man selber gehabt hat, oder? Ihr lieben Nachbarn, wisst ihr eigentlich, wie viel Mühe ich gehabt habe? Guckt euch mal mein blutendes Knie an und schaut mal an, wie es mir geht. Erstmal beschweren. Und dann würden sie wahrscheinlich ein Lamento über die Klugheit ihres Schafes halten, das da abgehauen ist. Verbunden mit der noch zu erörternden Frage mit den Nachbarn, ob dieses Schaf es eigentlich wert ist, gerettet zu werden. Oder ob man nicht sonst was damit eigentlich machen sollte. Nichts davon steht hier in dem Text. Nichts. Das ist ja etwas, was wir uns bei Gott gar nicht vorstellen können. Dass er das Schaf findend einfach nur Freude hat, dass es wieder da ist. Es gibt eine andere Geschichte, die haben wir im Konfirmandenunterricht miteinander besprochen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wo der Sohn zurückkommt und der legt sich schon seine Erklärung bereit: Herr, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Und der Vater unterbricht ihn, der will dieses Lamento gar nicht hören, der will gar nicht die Entschuldigung hören, er unterbricht ihn, er umarmt ihn und es ist einfach nur Freude da. Was wir mit Menschen erleben, ja, oft auf unsere Beziehung mit Gott, dass wir dann sagen, also wenn wir die Erfahrung mit Menschen machen, dass wenn wir zu ihnen uns wieder zuwenden oder wir versuchen wieder einen Kontakt aufzunehmen, sie ja manchmal gar nicht so glücklich darüber sind und gar nicht so wohlwollend sind, im Gegenteil, sie fangen manchmal an, einem was vorzuhalten und die fangen an, alte Dinge aus den Kisten rauszuholen und Vorwürfe zu machen und das ist ja die menschliche Erfahrung, die man oft macht.
Und da jetzt den Glauben zu haben, dass Gott so nicht ist, dass er jemand ist, der sich einfach nur freut, wenn man zu ihm kommt. Konfirmare heißt festmachen, sich an Jesus Christus festhalten. Mir sind in meinen vielen Dienstjahren nicht wenige begegnet, die gesagt haben, ich mag es eigentlich gar nicht mehr, mich nochmal an Christus festzumachen, weil ich habe so lange nichts von ihm wissen wollen. Warum sollte ich jetzt was von ihm wissen wollen? Ich glaube, dass, wenn es denn Gott gibt, er das auch als komisch empfinden würde, wenn ich mich jetzt ihm auf einmal zuwenden würde, nachdem ich ja so häufig ihm deutlich zu verstehen gegeben habe, dass ich eigentlich nichts von ihm wissen will. Und ich bitte Sie einfach, diesen Zuspruch zu hören, dass es keinen Grund gibt, sich ihm nicht zuzuwenden. Er wird keine Vorhaltungen machen, nicht schäbig auf Sie herabblicken, sondern einfach nur sich freuen. Er freut sich, wenn Sie da sind. Er freut sich aus ganzem Herzen. Einfach nur Freude, ein zweiter Gedanke. Ein dritter Gedanke, die Zusage Jesu Christi, ich kümmere mich um die Ernährung deiner Seele. Ich kümmere mich um die Ernährung deiner Seele. Das Schaf, das dort abgehauen ist, es wäre ohne Hirte ja gar nicht überlebensfähig gewesen in dem Kontext, den Jesus hier sieht, damals judäische Steinwüste. Aber der Punkt muss natürlich benannt werden, dass man sich so fragt, erstens, bin ich eigentlich ein Schaf? Will ich das überhaupt sein? Blicken Sie mal bitte von diesem Bild einfach weg. Und dann die nächste Frage, dann auch, will ich eigentlich unbedingt hinter so einem Hirten herlaufen? Ich kann mir vorstellen, so als Jugendlicher, als Teenager sagt man sich, ich will meine eigenen Wege gehen. Ich brauche das überhaupt gar nicht. Der gute Hirte ist nie jemand, der es nicht will und zulässt, dass ihr eigene Wege findet. Er freut sich darüber, wenn ihr eigene Wege findet. Wenn ihr nach Amerika geht und eigene Erfahrungen macht und Dinge ausprobiert, er freut sich darüber, weil er euch Begabung, Geist und Willen mitgegeben hat, das zu tun. Aber bei all dem ist es wichtig, ein Lebensfundament zu haben, das trägt und das mich hält, wenn ich eben merke, dass bei allem selbst entdecken wollen und bei allem selbst Erfahrung sammeln zu wollen, es wichtig ist, dass dann noch jemand ist, der den Überblick über Raum und Zeit hat und in einer weiteren, größeren Dimension ist, als ich das je sein kann. Ich will euch das nicht einreden oder einschwätzen, aber es ist doch so. Es ist vermessen zu glauben, dass ich allein den Überblick übers Leben haben könnte und wüsste, wie es wäre. Wenn ich das denke, dann bin ich wirklich ein Schaf. Ich habe euch einen Videoclip in der Zeit, als wir während der Pandemie uns nicht treffen konnten. Und dann habe ich euch so zwei, drei Videoclips geschickt, die ihr angucken sollte. Ich weiß nicht, wer die angeguckt hat, aber vielleicht hast du es ja getan, Carla. Ansonsten will ich ihn dir nochmal anbefehlen. Ein Videoclip über Philipp Mickenbecker, ein YouTube-Star. Also YouTube-Stars für die reiferen Menschen unter uns sind diejenigen, die mit so coolen Filmchen ganz viele Klicks holen, in Klammern und nebenher ein bisschen was verdienen, weil die Werbung dazwischen zur Finanzierung beiträgt. Und ich sag mal so, hier, wenn ich in Gottesdienst einstelle, dann hat das so 150 Klicks, nicht? Nur, dass sie mal so Dimensionen haben. Wenn der Philipp Mickenbecker was einstellt, weil er eine Achterbahn im Obi-Baumarkt baut, hat das 1 Million Klicks. Das mal so zur Relation, damit Sie wissen, wo das Leben abläuft. Nicht? The Real Life Guys, also ein phänomenaler Kanal, die haben einen Motor in einen Bobbycar gebaut, also so ganz verrückte Sachen gemacht. Tolle Sache. Und dieser Philipp Mickenbecker hat dann Krebs bekommen. Er wusste, dass der unheilbar ist. Die Ärzte haben ihm 2 Monate zu leben gegeben. Und ich habe euch diesen Bericht geschickt und auch das, was er dazu sagt. Philipp Mickenbecker ist jetzt am 9. Juni verstorben. Etwas, was mich auch sehr traurig gemacht hat. Aber ich möchte euch sagen, was er vorher gesagt hat. Ich zitiere ihn. Ich will wirklich niemanden missionieren. Aber ich weiß einfach, dass es Gott gibt, dass er da ist und dass Jesus wirklich gut ist.
und der einen wirklich guten Plan für mein Leben hat. Ich würde mir das so sehr wünschen, dass ganz, ganz viele Menschen noch erfahren können, dass Jesus auch einen guten Plan für ihr Leben hat und dass das, was sie mal in einer Situation wie ich erleben, dann nicht depressiv macht und sie keinen Sinn mehr im Leben sehen, sondern sie dann wissen, okay, es geht weiter, auch wenn es hier auf der Erde nicht weitergeht. Ich glaube, so einen Satz, okay, es geht weiter, auch wenn es hier nicht auf der Erde weitergeht, den kann man nicht aus sich selbst heraus sprechen, schon gar nicht, wenn man 23 ist. Ich glaube, dass das ein Satz ist, den jemand sprechen kann, der eine Verbindung zum guten Hirten hatte und der mit all den Fragen, warum lässt du mich nicht weiterleben, warum heilst du mich nicht, warum machst du das nicht, mit all diesen Fragen, die ja da aufploppen und den Zweifeln, die auch da kommen, trotzdem merkt, dass in dieser Situation dieser gute Hirte ihn ernährt, ihn stärkt und ihm Kraft gibt, das durchzutragen, verknüpft mit der Hoffnung, dass es mehr gibt als das, was wir hier sehen. Liebe Carla, ich hoffe, und die anderen alle natürlich auch, dass ihr diese Erfahrung mit dem guten Hirten macht, dass er euch ernährt, stärkt und eure Seele in seiner Hand hält, in dem Wissen, er ist da. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Danke. Gott, wir haben dir, gerade in dieser angespannten Corona-Lage, für vieles zu danken. Aber auch einige Bitten liegen uns am Herzen. Herr, wir bitten dich, dass die Inzidenzen weiter sinken, gute Impffortschritte erzielt werden und künftig alle Gottesdienste und Konfirmationen normal stattfinden können. Vater im Himmel, manchmal laufen wir einfach weg, vor dir und vor uns selbst. Manchmal verwirren wir uns in dem, was wir jeden Tag auf uns einströmt oder in dem, was uns vor dir wegbringen will.
aber wir alle dürfen zu dir kommen, die Guten und die Bösen, die Frommen und die Gottlosen. Wir bitten dich, lass uns zu Menschen werden, die sich von dir finden lassen, zu Menschen, die dir vertrauen und auf dich hoffen, zu Menschen, die sich von dir nach Hause holen lassen und zu Menschen, die sich von dir stärken lassen für das, was in dieser neuen Woche vor uns liegt. Herr, wir bitten dich, lass die Kirche in den Augen der Menschen weiterhin ein Zufluchtsort bleiben und dass auch Carla diese als mündige Christin so erfahren kann. Barmherziger Gott, lass uns weiter als Gemeinschaft zusammenkommen, zusammen Zeit verbringen, beten und füreinander da sein. Herr, wir bitten dich für Carla. Sei bei ihr auf ihrem Wege und stärke sie in schweren Zeiten. Sei ihr ein Wegweiser. Carla, heute sagst du durch deine Konfirmation Ja zu Gott. Mögest du für Gott und den Glauben einen Platz in deinem Leben finden. Herr, wir wünschen für Carla. Lass sie deine Liebe spüren. Schenke ihr einen Kreis guter Freunde, Segen und Geleit. Sei ein Licht auf ihrem Weg und führe sie auf rechter Straße. Beschütze sowohl alle Anwesenden als auch jene, die aus Angst oder sonstigen Gründen heute nicht hier sein können. Gib ihnen Kraft, diese schwierige Zeit zu überstehen, aber lass uns diesen freudigen Tag auch als Lichtblick sehen und schenke uns Hoffnung. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns versorgst, dass dein Haus für jeden von uns offen ist, dass du einen Platz für jeden Einzelnen von uns hast und dass du uns nachgehst. Wir bitten dich für alle Konfirmandinnen und Konfirmanden, lass sie auf dem Weg zur Konfirmation noch erfahren, dass du der gute Hirte bist. Stärke du die Bereitschaft, sich mit dir und deiner Botschaft zu beschäftigen. Wir bitten dich für die, die am Rande der Gesellschaft stehen. Lass du sie erkennen, welche Wege du mit ihnen gehen willst. Und zeige du uns, wo wir sie hin zu dir begleiten können. Danke, dass du größer bist als unsere manchmal kleine und beschränkte Welt. Und gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter dem Segen des dreieinigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.